Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan UWL Teuton. Ja, ihr seht es gerade selber, ich bin dabei, mir die kleinen Skellies hier zu erschnorren und brauche auch gar nicht mehr wirklich viel. Hab jetzt schon wieder einige, kann aber im Moment nicht spenden, aber Clash Royale läuft nicht an mir vorbei und wir haben eine Herausforderung zu spielen. Wir haben die Clan-Truhe zu füllen, also es gibt reichlich zu tun hier. Kleinen Moment einmal, ich muss das Mikro mal ein kleines Stück, denke ich, mal höher machen. Dann seht ihr zwar den Popschutz, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich muss auf jeden Fall für meine Stimme leider beide benutzen. Das geht aber dennoch, denke ich mal, ganz gut. Ich bin nach wie vor mit dem gleichen Deck hier unterwegs. Und ihr seht, ich bin ganz gehemmt, hier im Moment Clash Royale zu spielen, denn ich habe 2802 Pokale. Das ist ja wohl krass, ne? Also, ich habe immer darum gewettert, dass 2-6 ja wirklich für mich schon eine echte Sensation sind. Und ich habe mich jetzt hochgeackert auf 2,8, also wirklich ein bisschen gewonnen, ein bisschen verloren. Aber im Moment mache ich halt nichts. Die Hemmschwelle ist sehr, sehr hoch. Ich würde gern unter Umständen die Skelly später auch updaten, nur ich habe gesehen, die kosten 20.000. Das ist natürlich schon eine heftige Nummer. Ihr seht selber, 12.000 habe ich nur. Da kommt mir natürlich dieses Event hier gerade so richtig, die Sonderereignis. Und das ist sogar gratis, also hier können wir richtig Knete machen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, der Goldregen kommt hier, denn hier hat es eben so richtig mal abgeschüttet, also der normale Regen von oben. Und ich hoffe, jetzt kommt der Geldregen für uns hier. Wir gucken einfach mal rein, ob das so funktioniert. Mal gucken, was wir hier wie nehmen. Wir bleiben mal billig. Und gucken mal, mit welchen Karten wir eigentlich tatsächlich am besten klarkommen. Ich komme ja echt immer noch nicht mit allen Karten klar, aber ja, es wird schon ein bisschen besser. Sonst wäre ich jetzt auch nicht auf 2800 Pokale. Also das finde ich echt gut. Aber wir gucken mal rein, was das so gibt. Und aber ich habe den Buddler. Den habe ich natürlich noch gar nicht bei mir irgendwo in irgendwelchen Decks oder so, weil ich ihn einfach noch nicht habe. Umso schöner ist natürlich, dass ich ihn hier in einer Herausforderung spielen kann. Muss ich mal so sagen. Und ich komme hier jetzt einfach mal mit dem Lava-Hund. Der Buddler kann hier so ein bisschen die Bodentruppen machen. Mal schauen, wie weit das geht. Oh, ich habe noch den Bowler im Deck. Und ich habe auch noch die Elite-Barbaren dabei. Na, das sieht ja gar nicht mal so schlecht jetzt aus. Der Buddler geht jetzt sogar noch auf den feindlichen Turm. Und ohne jetzt zu übertreiben, ja, das ist was geworden. Zumindest schon mal ein Stern, der Eismagier. Der Eismagier ist nach wie vor wirklich schlecht. Ich kann jetzt echt mit Bodentruppen kommen. Und schicke jetzt einfach hier den Buddler auf die Queen. Nach wie vor hier den Bowler rein. Da muss jetzt nämlich die Hexe raufgehen. Ja, das sieht gut aus. Also wir verteidigen hier, denke ich mal, nach wie vor ganz, ganz gut. Und jetzt bimmelt es hier zwar gerade, aber es macht mir jetzt nichts. Wir müssen hier weiter verteidigen, und zwar gut verteidigen. Denn der Gegner kommt uns relativ nah. Mal gucken, wie nah er uns kommt. Ja, das geht noch. 806. Ich muss da schon ein bisschen genauer hingucken. Weil ich ja auch schon so ein alter Knacker bin, der nicht mehr so richtig gucken kann. Das stimmt natürlich nicht, aber das Kleingedruckte hier ist schon krass bei Clash Royale teilweise für mich. Und so, hier muss ich den Bowler aber jetzt zur Verteidigung setzen. Aber er geht jetzt auf den Turm hier unten. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade super Fuchs, muss ich mal so sagen. Denn der hat noch extrem wenig Healpoints. Ich versuche jetzt einfach die 51 Sekunden hier zu verteidigen. Mal sehen, ob ich den Lava-Hund nicht doch nochmal rausbekomme, den ich jetzt hier setze. Und weil er jetzt ausschließlich hier mit Bodentruppen kommt, die knalle ich ihn jetzt mal weg. Eismagier hier hin, damit hier nicht ganz so viel anbrennt. Und ich setze jetzt mal den Buddler hier auf den Henker. Na, der macht noch so ein bisschen
Aber die Queen. Ah, nein, jetzt verliere ich den Turm da. So ein Scheiß. Naja, da muss ich mir jetzt ein wenig was einfallen lassen. Vielleicht mal ein paar Pfeile schmeißen und auch den Blitz mal nehmen. Den habe ich ja jetzt noch gar nicht genommen. Jetzt kommt er hier zwar immer noch wieder mit seiner Bogenschützenkönigin. Das macht aber nichts. Da setzen wir jetzt mal die Musketierin vor, dass die sich hier beiden zumindest annimmt. Und ja, jetzt kommt, er hat natürlich auch vermehrt Bodentruppen hier. Aber wir können mal gucken, ob wir nicht so ein bisschen mit dem Buddler und mit den Bowler hier weiterkommen. Aber hier unten muss ich jetzt gerade mal verteidigen. Oh. Ah, so eine Scheiße. Ich war eigentlich klar dran. Ich muss den Turm dann leider verteidigen. Das ist einfach so. Und das ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, echt. Das fängt gut an. 1x. Nee. Nein. Hat auch schon früher meine Mutter öfter mal gesagt. Diese scheiß Rakete. Aber egal, ich will sie nicht verteidigen. Wenn, dann will ich sie einsetzen. Und ihr habt es gerade wieder gesehen, in dieser komischen Schrift, was gerade kam. Okay, da konter ich gleich. Wir gucken mal mit dem Kampfholz hinterher. Und was setzt er denn da? Gift, okay. Das sollte meine Elite-Barbaren nicht wirklich aufhalten und den Wut erst recht nicht hier. Ich denke mal, mit den Barbaren wird das der erste Punkt werden. Und wir ziehen gleich nach hier. Aber hier unten müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Ich würde fast sagen, ach, der Golem. Ja, das war jetzt unnötig von mir, muss ich dazu sagen. Aber was ich jetzt mal mache, pass auf, die Rocket. Voll in die Truppen rein. Richtig krasse Sache hier. So, dann geht es auch gleich wieder in die Vollen. Gucken wir mal, wie wir die Truppen hier jetzt packen. Ja, das sieht ganz gut aus. Er muss sich jetzt schon so ein bisschen mit Gift wehren. Aber da setze ich einfach meinen Riesen mit rein. Und habe natürlich jetzt echt mal nichts, was ich da noch so gegensetzen kann. Der wird auch sterben, aber ich muss die Meute hier auch nur aufhalten. Das ist ja der Mini-Packer da unten. Ich kriege auf jeden Fall die Truppen hier mit Luft. So, ich setze gleich meinen Riesen, dass sich der Drachen vielleicht wieder umdreht. Aber der Packer kommt mir hier. Ah, nein, na. Oh, der Tornado war ja mal wieder so richtig für den Arsch. Prinzessin ist natürlich auch kacke. Aber die kriegen wir noch durch. Beziehungsweise die kriegen wir noch rum. So, die Laki ist gesetzt. Und auch wenn wir nichts mehr reißen, wir setzen hier einfach den Riesen zur Ablenkung. Das Holz einmal rein. Jetzt hat er natürlich richtig krasse Luftüberlegenheit. Und ich muss jetzt diese ganz vielen Truppen hier zum Hauptturm ziehen. Ich muss die ganz vielen Truppen zum Hauptturm ziehen. Ich muss... Das Spiel kotzt mich an. Das Spiel kotzt mich an. Ja, Herausforderungsfolgen sind immer sehr kurz mit mir. Ich weiß gar nicht, warum ich 2x, guter Start, jawohl. Ich weiß gar nicht, warum ich den ersten Turm mache und es dann nicht mehr schaffe, hier weiterzukommen. Das ist echt nicht normal. Ach ja, mal gucken. Dritter Kampf hier. Wenn wir alle drei verlieren, haben wir es. Da kriegen wir nichts, da kriegen wir 0 Gold oder so, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wie oft wir das Ding hier, die Herausforderung spielen können. Ich denke mal nur einmal. Wir gucken mal. Fängt der Gegner auch mal an. Okay, jetzt kommen die anderen Karten zur Verteilung. Jetzt geht's los. Doppel-Elixier-Herausforderung. Ja, das, ich habe es mir vorher durchgelesen. Es gibt ja auch Doppel-Elixier hier. Und das heißt also, alles ist sowieso schneller fertig von Anfang an. Was nicht unbedingt schlecht ist. Aber den hier hinten machen wir ihn mal
hoffe ich mal, kaputt. Gucken wir mal. Ja, den machen wir in jedem Fall kaputt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und der Eismagier verlangsamt schon mal den... das Riesenskelett hier. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aus der Luft kommen. Und vielleicht auch noch mit der Walküre von da. Damit hier nichts anbrennt. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Und der Minenwerfer hat echt einen krassen Radius. Kann man nicht anders sagen. Und er setzt hier jetzt beides auf eine Seite hier. Oh, der Magier war gut gesetzt von ihm. Der Magier war gut gesetzt und von mir war es natürlich nicht so gut gesetzt, dass ich hier mit den Truppen eben rauskam. Aber wir setzen jetzt nochmal die Minenwerfer ganz piano. Ich muss aber sagen, er ist unten schon ein bisschen näher an meinen Turm dran. Die Walküre macht da hinten nicht wirklich Schaden. Und so, die beiden frieren wir hier. Ich glaube, wir müssen hier mal mit den Plattenvolk ran. So nenne ich die mal. Immer noch wieder mit dem komischen Turm hier. Der Eismagier kommt da zwar auf der anderen Seite ganz gut durch, aber sind wir ehrlich, der macht natürlich nichts. Ja, der macht nichts an Schaden. Und da machen es die hier hoffentlich so ein bisschen besser, aber er ist jetzt an beiden Türmen bei mir schon jetzt dran. Und macht jetzt mit dem Riesenskelett hier richtig Radau bei mir auf beiden Türmen. Das ist natürlich kacke, dann muss ich jetzt mal so ein bisschen kontern. Und würde sagen, wir nehmen ein bisschen Luft mit dabei. So, schauen wir mal, da haut er jetzt ein paar Pfeile raus, dass hier wenigstens so ein bisschen was geht. Aber hier geht noch nicht wirklich was. Ich weiß aber auch jetzt nicht, wie ich mich wirklich hier überhaupt hier helfen soll, muss ich mal sagen. Denn der Gegner ist wirklich gut mit den Karten, die er da hat. Aber mal sehen, ob wir uns jetzt nicht den rechten Turm irgendwie schnappen können. Ich weiß, der linke Turm da hinten ist ganz, ganz weit unten. Und ich gehe aber trotzdem weiter auf den rechten hier. Weil den linken mache ich jetzt einfach mit einem... Oh, jetzt gibt es schon den Kronen-K.O. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ja, aber ich denke mal mit einer Rocket... Nein, wir haben sogar mit dem Minenwerfer bekommen. Oh, okay, den Minenwerfer habe ich noch nicht gespielt. Aber immerhin einen Kampf gewonnen. Das ist echt... Ach, es ist so geil, das Game. Oh, ich habe schon 700 gewonnen. Oh, super. Und schon ein bisschen mehr dazu gekriegt. Okay, nächster Sieg gibt 300. Die Folge wird richtig lang. Also so, die wird so lang, wie das hier lang dauert. Da hätte ich vielleicht doch den Blitz nehmen sollen. Ah, shit. Shit, da hätte ich den Blitz nehmen sollen. Jetzt nehme ich mal den billigen Inferno. Und, nee, ich nehme den Barbaren. Mal gucken, wie er den Spiegel einsetzt. So. Mal schauen, wie sich der T-Gamer 95 hier schlägt. Was ist das da hinten? Eine Prinzess. Okay, die läuft erstmal weit vor. Und einem Flunky. Ja, das ist alles nicht so schlimm, weil wir hauen hier einen Turm rein. Und, oh, den hat er gleich mit dem Flunky geschafft. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt hat er schon zwei Queens dort am Start. Und der Flunky braucht sich nur noch drehen. Und noch mit dem Eismagier. Ja, da können wir aufgeben. Ja, dankeschön. Mensch, so ein Glück, dass dieses Event für mich vorbei ist. Mal gucken, ob wir es nochmal spielen können, aber ich glaube nicht. Ach komm, die Truhe, da ist dann wieder so... Naja gut, da sind die 950 drin. Oh, 6 Barbaren, jawoll. Und ein Schweinreiter, jawoll. Mensch, 8 Lakaien, das ist ja... Das ist eine Hammertruhe hier. Ich könnte sie nochmal spielen für 100 Juwelen. Ja, mach ich nicht. Die können mich mal, muss ich mal so sagen. Aber damit die Folge hier ein glückliches Ende hat, machen wir jetzt ein Dreier im normalen Spiel.
2802 habe ich hier und habe nach wie vor mein Standarddeck, mit dem ich letztens auch noch aufgenommen habe, nämlich das Golem-Deck, was nach wie vor, finde ich, ganz stark ist, wenn es denn durchgeht. Und wir gucken mal. Also die Herausforderung, ich mache die nochmal, ich brauche nämlich dringend das Gold. Und da sind mir, muss ich fast mal so sagen, die Juwelen wirklich egal. Die sind mir wirklich egal. Aber ich will sie auch nicht kaufen. Das kommt noch dazu. So, komm, du Blitzmagier da. Oh, okay, der macht natürlich jetzt zu wenig an dem Turm. Da haben wir noch nicht wirklich viel geschafft hier. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier anders vorgehen. Wir müssen einfach den Golem rauskriegen, so ist das. Und wenn wir den rausbekommen, dann... Ja, ich will nicht sagen, haben wir Spiel gewonnen. Ich habe mir eine Verteidigung für den Golem angeschaut, wie man das am geschicktesten macht. Was auch nicht wirklich einfach ist, aber ich muss ihn mit dem Elektromagier jetzt kontern. Und er kommt hier natürlich mehr mit einem Schweinereiter mir relativ nah in die Quere hier. So, den setzen wir jetzt mal davor. Er hat jetzt meinen Turm schon. 7er Schwein ist natürlich auch echt... nicht gerade von Pappe, kann man nicht anders sagen. Und mal sehen, ob wir die nicht ein bisschen weiter wegschubsen können. Denn so wirklich viel Schaden macht die jetzt an den Golems nicht. Die nochmal dahinterher gezogen, dass die jetzt wenigstens... Ah ne, die wird jetzt von denen gemacht. Okay. Ich weiß aber in jedem Fall, dass er nicht so wirklich luftstark ist für mich. Deswegen setze ich auch hier meinen Ballon. Hier kommen die ein bisschen zur Ablenkung. Und jetzt muss ich natürlich irgendwas für Luft haben. Oh, die haben den Ballon gepackt und ich packe auch nichts mehr. Ja, das, ich denke mal, wenn ich jetzt nicht richtig reinhaue, da muss ich jetzt mit den Karten hier kommen auf einer Seite. Mal sehen, ob mir das zweistellig gelingt. Und vielleicht noch zwei mit dem Kampfholz. Dann wird das vielleicht was. Aber so, na komm, schafft ihr den Turm noch? Jawohl, sie schaffen den Turm noch. Aber ich bin natürlich hier unten in ganz großen Nöten, wenn der Schweinereiter wieder vorbeikommt. Der macht dann 2-3 Hits auf meinen Turm hier. Und den muss ich ganz, ganz dringend verteidigen. Das ist einfach so. Oder aber, ich gehe hier in die Offensive rein. Das geht natürlich auch. Ja, da geht schon mal ein bisschen was auf den Turm. Aber da ist der Schweinereiter. Und der darf nicht nochmal zuschlagen. Macht er auch nicht. Super, Kron-K.O. Komm, Ballon raus. Tschüss, Folge. Naja. Ah, ein bisschen was verloren. Immerhin. Einen hier reinbekommen, glaube ich. Ja, da haben wir einen reingekriegt. Und ja, das ist von mir gewesen. Ich werde mal wieder ein bisschen weiter üben. Wo kann man nochmal üben? Hier? Ne, hier kann man nicht üben. Ich glaube, bei irgendeinem Ausbilder. Das werde ich jetzt auch erstmal machen. Ich will sagen, danke für diese beschissene Folge. Clash Royale hier mit mir, dem Vollnoob Thorsten. Aber 2773, ich bin dabei. Auf den Weg in die Schweinearena, also Schweineberg heißt ja. Und bis dahin, euer Toto Clash.